Gut, dann willkommen von meiner Seite erstmal. Ich bin Julia Günzel, wie ja schon angekündigt wurde, und bin hier in der Geschäftsstelle vor allem für das Projekt Agrobala angestellt. Und das Projekt Agrobala ist eine relativ sperrige Abkürzung. Im Grunde geht es um agroforstliche Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf der Lausitz. Und die Lausitz besteht eben aus Südbrandenburg und einem Nordteil aus Sachsen. Und genau, das Projekt läuft seit 21. Jetzt hoffe ich, dass es weitergeht. Genau. Die Abkürzung Agrobala steht eben für agroforstliche Kreislaufwirtschaft. Es geht auch um Klimaresilienz und um das Thema Wertschöpfung ganz stark. Hintergrund ist der, dass in der Lausitz die Agroforstwirtschaft seit einigen Jahren auf einigen Betrieben schon etabliert wurde. Das heißt, es geht jetzt nicht ganz direkt nur noch um die Etablierung der Agroforstsysteme selber, sondern vor allem auch um das Thema Wertschöpfung, wie man auch die Produkte aus diesen Agroforstsystemen effektiv verwerten und nutzen kann. Und Agrobala ist eins von 10 Vorhaben im Rahmen der sogenannten Initiative Landinnovation Lausitz. Und das ist ein Vorhaben im Rahmen der Initiative oder des Programms Wandel durch Innovation in der Region. Und das gehört eben oder beziehungsweise wurde etabliert im Rahmen des Strukturwandels. Das hat vor allem mit dem Abbau oder Rückbau der Braunkohle zu tun. Dieses Wir-Programm gibt es eben auch im Rheinischen Revier. Und da werden eben in der Lausitz Gelder zur Verfügung gestellt, um eben diesen Strukturwandel zu begleiten. Und da spielt die Agroforstwirtschaft gerade hier in der Lausitz, wo es eben sehr große oder weitflächige ländliche Regionen gibt, eben auch die Landwirtschaft spielt da eine große Rolle. Und da kommt dann eben die Agroforstwirtschaft dazu. Und das Ziel von der Landinnovation Lausitz Initiative ist eben, die Lausitz zu einer Modellregion zu entwickeln, die an den Klimawandel angepasst ist, gerade die Landwirtschaftsbetriebe, die nicht nur mit dem Klimawandel zu tun haben, sondern eben auch dem strukturschwachen Raum, wo es einfach teilweise an Infrastruktur fehlt und auch Vermarktungsmöglichkeiten. Und eine große Rolle spielt eben dieses Thema Innovation. Da gibt es 4 Innovationsbereiche, die hier links zu sehen sind. Einmal Boden, Pflanze, Material und Kulturlandschaft. Und dann nochmal ein Schwerpunktthema Digitalisierung und Sensortechnik. Digitalisierung teilweise auch in der Landwirtschaft. Und das Projekt Agrobala ist angesiedelt im Innovationsbereich Pflanze. Das Gesamtziel des Projekts Agrobala ist im Grunde die Erprobung von Agroforstsystemen als eine klimaangepasste und innovative Landnutzungsform oder ein Anbausystem, das eben bereits seit einigen Jahren in der Lausitz auch schon angewendet wird von mehreren Betrieben. Und wer die Lausitz nicht so gut kennt, die große Problematik hier ist eben einmal, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, der ländliche Raum relativ strukturschwach ist. Obwohl wir Berlin, sage ich mal, in der Nähe haben und damit natürlich einen städtischen Hub, wo es, was die Vermarktung angeht, auf jeden Fall Anreize gibt oder auch Potenziale. Gleichzeitig ist aber der Land oder die Land die landwirtschaftlichen Böden sind eben sehr ertragsschwach. Es ist ein sehr leichter Boden, vor allem Sandboden. Und dann merkt man hier natürlich auch die Effekte des Klimawandels, gerade durch diese leichten und nährstoffarmen Böden. Und das Thema Winderosion spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Das Projekt Agrobala läuft seit 21 und endet Ende nächsten Jahres. Es ist aber auch schon ein Anschlussprojekt sozusagen in Arbeit, das dann bis Ende 25 laufen würde. Genau. Teilziele dieses Vorhabens Agrobala sind eben einmal die Erprobung des Anbaus von trockenheitstoleranten Kulturen, die eben auf diesen leichten und nährstoffarmen Böden langfristig vielleicht besser geeignet sind. Teilweise auch Sonderkulturen, die im Umfeld oder in den Agroforst-Gehölzstreifen auch angebaut werden könnten, um die Betriebe oder auch die Anbausysteme noch zu diversifizieren. Gleichzeitig soll auch die Flächen produktiv erhalten oder sogar gesteigert werden durch die verschiedenen Anbausysteme und damit eben auch die Klimaresilienz gesteigert werden für die Landwirtschaftsbetriebe. Ein
Ziel ist auch die Entwicklung eines sogenannten agroforstlichen Pflanzenbaukastens. Da komme ich später nochmal zu. Im Grunde geht es um eine Art Wissenssammlung zu dem, ja, zur agroforstlichen Landnutzungsmethode. Dazu aber später mehr. Genau, das Thema Kreislaufwirtschaft. Wenn man den Begriff so hört, Entschuldigung. Der Begriff kommt ja eher oder ist eher bekannt aus der Abfallwirtschaft, also Ressourcen effektiv nutzen und auch Reststoffe verwerten können. Und wie passt das jetzt mit der Agroforstwirtschaft zusammen? Bei der Agroforstwirtschaft geht es vor allem ja um den Anbau von Gehölzen oder von Bäumen und Sträuchern. Und was aber eben auch eine ganz wichtige Komponente ist, ist eben die Verwertung und die Nutzung. Also da spielt eben nicht nur der Anbau und die Pflege der Gehölze eine Rolle, sondern eben auch die Ernte, die Verarbeitung, aber auch die Veredelung, zum Beispiel weiterverarbeitende Unternehmen, die die Produkte aus Agroforstsystemen abnehmen können und dann auch die Vermarktung und am Ende eben auch die Verwertung bzw. Nutzung durch den Endverbraucher, ob es jetzt am eigenen Betrieb ist oder über Direktvermarktung oder eben am Ende der Wertschöpfungskette. Und dabei entstehen eben auch Nebenprodukte, die manchmal nicht direkt in der Wertschöpfungskette eben genutzt werden können. Und da ist es wie jetzt hier mit dem Beispiel Restabfall zum Beispiel, wie man Stoffkreisläufe eben besser schließen kann und effektiv schließen kann, vor allem auf der Betriebsebene und damit eventuell sogar auch regionale Wertschöpfungsketten noch verbessern oder ausbauen kann oder optimieren kann. Und das ist eben auch Teil von Agrobala, um eben zu untersuchen, wir haben jetzt dieses Agroforce-System, wie kann man das jetzt noch optimieren durch die Diversifizierung des Anbausystems oder eben durch, ja, durch das Schließen von Stoffkreisläufen. Das ist jetzt eine etwas kompliziertere Grafik, die will ich jetzt nicht ganz im Detail erklären, aber also das ist im Grunde das Arbeitsprogramm des Projektes. Es gibt verschiedene miteinander verknüpfte Bausteine. Im Prinzip geht es einmal um den Anbau der verschiedenen Gehölze von Baum- und Straucharten, aber auch von den Kulturen dazwischen. Dann geht es darum, welche Kulturen sich eben eignen in diesem Agroforce-System, wie die Gehölze auch auf diese Kulturen sich auswirken, was es für Nebenerzeugnisse vielleicht geben kann. Und dann spielt eben auch eine Rolle die Pyrolyseanlage bzw. die Erzeugung von Pflanzenkohle und inwiefern man diese Pflanzenkohle eben in diesem Betrieb effektiv nutzen kann, zum Beispiel durch Rückführungen in den Boden, um den Humus langfristig aufzubauen und gleichzeitig eben auch Wärme zu erzeugen. Das ist sozusagen die Idee dieses geschlossenen Kreislaufes, also wirklich alle Produkte aus diesem Agroforce-System effektiv nutzen zu können. Drumherum, diesen braunen Streifen, das ist sozusagen der Baustein Nummer 6, das ist die Verbreitung der Ergebnisse bzw. die Verstetigung. Und das ist vor allem die Rolle des DEFAF. Das hat vor allem auch mit diesem Thema Wissenstransfer zu tun. Genau, hier sind jetzt die verschiedenen Partner aufgeführt. Also jetzt rechts sieht man die Karte der Lausitz auch nochmal. Das sind mehrere Landkreise und die Beispielbetriebe, die bei uns oder im Projekt Agrobala beteiligt sind, das ist einmal der Landwirtschaftsbetrieb Domin in Senftenberg im Landkreis OSL, Oberspreewald-Lausitz. Und die ZGJ Landwirtschaft GmbH, die auch in dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist, mit dem kleinen gelben Kreuzchen. Dann ist die BTU Cottbus Senftenberg dabei, wir als DEFAF. Und dann gibt es noch zwei assoziierte Partner. Das ist einmal die Jute Bäckerei in Berlin. Und Ecodesign, die eben vor allem in dem Bereich Humusaufbau Pflanzenkohle unterstützen. Und die Jute Bäckerei in Berlin, da ist das Ziel eben bestimmte Produkte aus den Agroforce-Systemen. Da komme ich gleich auch nochmal näher zu. Unter anderem zum Beispiel TEF, ein sehr trockenheitstolerantes Getreide. Inwiefern man das oder eben auch Esskastanien auch in Bäckereiprodukten verwerten kann. Die Jute Bäckerei zum Beispiel stellt schon seit einiger Zeit eben Produkte her, wo eben auch das Mehl von Esskastanien genutzt wird oder eben auch das TEF-Getreide. Und da ist eben die Idee herauszufinden, wie wir da mit der Agroforstwirtschaft eben auch in diese Nische mit rein können. Genau, die Rolle des DEFAF im Projekt im Detail. Also es gibt mehrere Teilprojekte, vier Stück, und der DEFAF
ist eben für das Teilprojekt 4 zuständig und da geht es eben ganz klar um dieses Thema Kommunikation und Weiterbildung, unter anderem indem die Ziele, aber auch Ergebnisse eben auch öffentlichkeitswirksam dargestellt werden. Wir haben dafür die Internetseite angepasst, da gibt es immer mal wieder aktuelle Infos, Berichte zu Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben oder auch zu anstehenden Veranstaltungen. Die zweite relativ große Sache ist die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Kommunikations- und Bildungsformaten und einige von euch kennen vielleicht schon unsere Themenblätter, die im Rahmen von Agrobala entstanden sind. Mittlerweile gibt es 4 Stück, 2 davon aus Agrobala. Mittlerweile sind auch 2 entstanden durch unter anderem durch den Fachbereich Ökonomie und Bewirtschaftung, die da ganz fleißig waren und im ähnlichen Format auch ein Themenblatt etabliert haben. Und als Basis vorhergehend wurde zum Beispiel auch eine kleine Online-Umfrage gemacht zum Interesse an Bildungs- und Informationsangeboten beziehungsweise am Bedarf, also welche Themen vor allem auch so drücken und was auch ja, was von Interesse ist oder was benötigt wird an Infos. Was unter anderem aber auch entstanden ist, also die Themenblätter sind nicht das Einzige. Wir haben zum Beispiel auch ein kleines Agroforce Memory entwickelt, was zum Beispiel bei einer Infoveranstaltung in Peikwitz mal eingesetzt wurde, beim Hoffest, um dieses Thema Agroforstwirtschaft auch mal für andere Zielgruppen zu beleuchten und mal zu gucken, wie sowas ankommt. Was vor kurzem fertiggestellt wurde, ist ein Erklärvideo, das unter anderem bei YouTube zu finden ist. Und zwar behandelt das im Grunde die Vielfalt der Agroforstwirtschaft mit Bezug zu dem bald entstehenden Pflanzenbaukasten. Also inwiefern man die Agroforstwirtschaft mit den verschiedensten Komponenten wirklich so gestalten kann, dass sie für den jeweiligen Betrieb optimal passt. Das ist ein kurzes Video von 4 Minuten. Also da sind wir auch jetzt noch im laufenden Prozess, verschiedene Kommunikationsformate zu entwickeln und damit im Grunde dann das relativ vielfältige Angebot vom DFAF ja, mitzugestalten und auch zu ergänzen. Also das sind jetzt nicht alles Sachen, die in Agrobala entstanden sind, aber im Grunde unterstützen die Formate aus Agrobala natürlich dieses Angebot dann auch langfristig. Genau. Ein weiterer Punkt ist auch die Konzeptionierung bzw. auch Durchführung natürlich dann von Weiterbildungen, also Bildungsveranstaltungen oder Informationsveranstaltungen von verschiedenen Feldtagen. Und da spielen natürlich ganz verschiedene Kompetenzen auch eine Rolle. Das ist auch Teil des Teilprojekts 4. Eben auch zu erproben, welche Formate auch wirklich effektiv sind, welche gut ankommen, wo mehr Interesse ist, welche Messages am Ende die sind, die wirklich auch bei den verschiedenen Zielgruppen ankommen. Und dadurch, dass die Agroforstwirtschaft natürlich so komplex ist, sind auch die verschiedenen Kompetenzen sehr komplex. Und das Projekt Agrobala ist natürlich nur 3 Jahre, läuft nur 3 Jahre. Da musste ich auch ein bisschen prüfen, was durchführbar ist in der kurzen Zeit und was bisher zum Beispiel auch gelaufen ist. Also das sind jetzt mal Eindrücke unter anderem von unserer Auftaktveranstaltung, von Feldtagen. Wir haben in diesem Jahr eine Exkursion gemacht. Und dadurch, dass wir natürlich den Bezug zur Lausitz haben, eben im Bundesland Brandenburg, sind wir von den Veranstaltungen her auch eher orientiert an Brandenburg und haben zum Beispiel im September ein Seminar mit der Brandenburgischen Landwirtschaftsakademie gemacht, die so als Multiplikator natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, um auch die Zielgruppen nochmal stärker zu erreichen. Die haben natürlich ein ganz anderes Standing als wir. Und da wollen wir auch eben langfristig noch versuchen, mehr reinzukommen, um das Thema Agroforstwirtschaft auch einfach noch besser besetzen zu können, in der auch Erwachsenenbildung für sie auch sowieso schon läuft. Was sich regional hier etabliert hat in diesem Jahr, ist der Lausitzer Agroforst-Stammtisch. Der hat bisher 2-mal stattgefunden, das erste Mal Corona-bedingt noch digital. Wir haben uns dann aber entschieden, diesen Stammtisch tatsächlich analog stattfinden zu lassen, um einfach diesen Austausch auch stärker zu befördern. Das sind zum Beispiel Eindrücke von dem 2. Stammtisch, der stattgefunden hat in Kombination mit einer Exkursion. Da waren auch relativ viele Leute da und das Konzept ist relativ simpel. Wir haben immer einen kurzen Fachbeitrag und wenn möglich eben auch eine Exkursion dazu. Jetzt der 3. Agroforst-Stammtisch findet morgen statt. Also wer von euch in Berlin, Brandenburg ist, ist
herzlich eingeladen, da noch teilzunehmen. Diesmal geht es um das Thema Holzenergie, eben auch das Thema Wertschöpfung. Wie kann man die Produkte aus Agroforstsystemen auch effektiv nutzen? Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist das ja auch ein wichtiges Thema, inwiefern da die Agroforstwirtschaft vielleicht auch Potenzial hat, die Energieversorgung regional zu verbessern. Also damit befassen wir uns morgen. Ja, zu den ersten Ergebnissen und Erkenntnissen aus den einzelnen Untersuchungen, weil nicht nur das Teilprojekt 4 ist natürlich Thema bei Agrobala, sondern es gibt eben auch ganz klar, also als Basis natürlich noch auch Ergebnisse in den Untersuchungen in den Agroforstsystemen. Nur mal als Beispiel die trockenheitstoleranten Kulturen. Eine Kultur, die eben angebaut wurde, war Teff. Das ist ein äthiopisches Süßgras und wurde eben jetzt im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr angebaut, beziehungsweise im zweiten Jahr ist es leider nicht so gekommen. Da hat tatsächlich auch die Trockenheit uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und es ist leider nicht so gewachsen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber im ersten Jahr und erste Ergebnisse liegen dafür vor und da in dem Zusammenhang zeigen sich dann natürlich auch schon ein paar Herausforderungen, zum Beispiel eben gerade was den Anbau selber, aber auch die Ernte angeht. Wir haben versucht, dieses Getreide dann auch schälen schälen zu lassen. Was sich da herausgestellt hat, ist zum Beispiel, dass eben noch viel zu viel Sand drin ist. Also da braucht es einfach noch ein bisschen Optimierung. Aber vom Ertrag her war es schon mal ganz gut. Dann das zweite Beispiel, der Humusaufbau bzw. das Stoffstrommanagement, neben die Herstellung von eigener Biokohle. Die Idee war eigentlich eben eine Pyrolyseanlage auf dem Betrieb zu installieren, mit der dann eben von dem Gehölz aus den Agroforstsystemen eben diese Biokohle hergestellt werden kann. Bisher hat das leider noch nicht so richtig funktioniert, weil die Anlage nicht so funktioniert hat, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, für die Versuche, die dann auf den Feldern durchgeführt wurden, musste tatsächlich noch Biokohle jetzt angekauft werden. Aber das soll sich eigentlich jetzt nächstes Jahr nochmal ändern. Genau. Weiter laufen noch jetzt auch aktuell Anbauversuche und Untersuchungen zu den weiteren Kulturen. Ein Thema ist auch der Sonderkulturanbau. Hier ein Beispiel. Wir hatten auch mit Kamille ausprobiert, also entlang der Gehölzstreifen nochmal Kulturen zu etablieren, die eben einfach eine Diversifizierung bedeuten und auch nochmal die biologische Vielfalt erhöhen. Und hier das Bild links ist eine Hortensie. Und zwar ist das eine Hortensie, die im Rahmen der Homöopathie als Arzneipflanze genutzt wird und eigentlich Schatten braucht. Und jetzt wird eben ausprobiert, inwiefern die auch in einem Gehölzstreifen, also normalerweise wird sie angebaut unter einem künstlichen Dach, inwiefern sie sich vielleicht auch eignet, in Agroforstsystemen angebaut zu werden. Also das sind noch laufende Untersuchungen. Da gibt es jetzt noch nicht konkrete Ergebnisse, aber das wird dann nächstes Jahr soweit sein. Genau, und für den weiteren Ausblick, also gerade was das nächste Jahr so angeht, da werden die Anbauversuche auch weitergeführt, wahrscheinlich nicht mit allen Kulturen, die bisher angebaut wurden. Der Amaranth spielt auch noch eine Rolle. Das ist zum Beispiel das obere Bild, ein Foto von der Fläche der ZGJ Landwirtschafts GmbH. Also da ist der Amaranth ganz gut gekommen. Auch die Esskastanie soll eine große Rolle spielen. Man sieht hier Thomas Domin mit seinen jungen Bäumchen. Und wie ich schon erwähnt hatte, mit der Bäckerei, mit der Judenbäckerei in Berlin, da wollen wir eben nochmal weiter überlegen, inwiefern man da die Wertschöpfung mit diesen Agroforstprodukten auch in der Region nochmal verbessern kann. Für das Teilprojekt 4 vor allem sind weitere Kommunikationsformate natürlich mal noch geplant. Wir haben vor allem überlegt, produktbezogene Kommunikationsformate noch zu entwickeln. Zum Beispiel, also Thomas Domin hat eine Direktvermarktung und auch bei der ZGJ Landwirtschafts GmbH gibt es einen gewissen Anteil Direktvermarktung und dort wäre jetzt die Idee, eben nochmal mit bestimmten Kommunikationsformaten oder zum Beispiel Flyern oder Schautafeln nochmal die Verbraucher mehr mit einzubeziehen. Und da nochmal zu schauen, inwiefern man da dieses Thema Agroforstwirtschaft auch in der Gesellschaft nochmal breiter streuen kann. Und
Auch weitere fachspezifische Veranstaltungen sind geplant. Wir haben also gerade dieses Thema Pflanzenkohle wollen wir noch beleuchten. Und wie gesagt, auch diese Bäckereiprodukte, die spielen noch eine größere Rolle im nächsten Jahr. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch ein Kommunikationsleitfaden. Das ist vor allem für das Teilprojekt 4, also als Hauptaufgabe des DEFAF zu sehen, um eben die Multiplikatoren noch mal mehr zu erreichen. Weil eine Idee ist eben auch, dass mit den Anbauversuchen oder mit den Materialien, die wir hier erarbeiten, dass nicht nur der DEFAF damit arbeitet, sondern dass wir eben auch in der Region Multiplikatoren finden. Beispielsweise haben wir hier ein Biosphärenreservat, die natürlich nochmal eine andere Strahlkraft haben. Wir haben Bauernverband Südbrandenburg. Also da sind ganz viele regionale Akteure, die wir noch stärker mit einbinden wollen. Und dann eben auch als Handreichung einen Kommunikationsleitfaden mit an die Hand geben wollen, damit dieses Thema Agroforstwirtschaft eben wirklich durchweg auch besetzt werden kann. Genau, damit bin ich tatsächlich schon am Ende.